Du bist auf Video, guck da vorne. Da. Ja. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, zu einem neuen Video aus Deutschland. Why are you crying? Und zwar war das ja die letzten 3 Jahre unser Zuhause, mit dem wir durch Europa gereist sind. Und ab heute haben wir eine Wohnung. Genau. Ja, in diesem Video geht es um unsere neue Wohnung. Die wir noch nicht gesehen haben. Oh mein Gott! Und wir nehmen euch mit. Ja, und zeigen euch und uns die Wohnung. Ja, ihr seid quasi mit dabei, wenn wir die Tür aufmachen. Die Garage haben wir schon gesehen, denn wir haben schon eine Küche abgeholt. Die durften wir in die Garage schon reinstellen. Richtig über cool. Über eBay eine richtig Elektro, schöne Küche gefunden. Also öffnet sich automatisch. Achso, ich dachte, du findest die Küche cool, aber die Garage ist auch cool. Genau, die können wir euch auch mal zeigen. Und was wir damit noch vorhaben und ja, keine Ahnung, wir nehmen euch jetzt einfach mit. Wir wollen euch erzählen, was wir so vorhaben, was für Ideen wir haben. Was wir eigentlich noch alles haben. Wir haben nämlich auch im Dachboden mit den Eltern noch ein paar Kartons. Mal gucken, was sich da noch zusammensammelt. Ja. Wir wissen nämlich selbst gar nicht mehr, die sind schon 3 Jahre da oben und wir haben gar keine Ahnung, was sich überhaupt noch in diesen Kartons alles befindet. Also, es hat gerade noch geregnet, jetzt hat es wieder aufgehört, heute ist so ein Wetter. Mal Sonne, mal Regen. Der Frühling ist noch nicht ganz da, aber... Ja. Wir hoffen, er kommt bald. Und wir hoffen, es regnet nicht, wenn wir gerade am Karton schleppen sind. Von daher würde ich jetzt mal sagen, nutzen wir die Regenpause, fahren fix zu meinen Eltern, holen ein paar Kartons und sehen uns dann gleich in der Wohnung wieder. Oder? Ja. Machen wir so? Mhm. Machen wir so. Gut. Ach, die alte Nähmaschine. Oh. Mal gucken, ob wir das bei Oma umlassen. Meine Garten ist schwer, dann nehme ich die ab. Die geht. Ja? Aber dann mit links. Hast du? Ja. Okay. Okay. Bring alle drunter, wir nehmen nachher einen kleinen Eimer und machen. Hier, Mamilein. Die ist leicht. Achtung, Teppich kommt. Genau, dann können wir die Sachen ein bisschen reinbekommen. Jetzt fahren wir hoch und holen unseren Schlüssel und dann wird alles nochmal eingeladen. Mein Gott, das Auto ist richtig voll. Uiuiui. Schaut euch das mal an. Uns regnet einfach draußen. Es hat nicht aufgehört zu regnen. Aber wir müssen ehrlicherweise sagen, das ist jetzt schon die zweite Ladung. Wir waren nämlich schon oben in der Wohnung und haben natürlich die Schlüsselübergabe gemacht. Da haben wir aber nicht gefilmt. So. War nur aufgeregt. Eine richtig tolle Wohnung. Müssen wir schon mal sagen. Ja. Das müssen wir sagen. Also, schnallt euch an, es geht nämlich los. Und mitschleppen, würde ich sagen. Wir schaffen alles zu zweit, ne? Melli ist eine richtige Powerfrau. Yes. Da haben wir schon Post gekriegt, ja. Let's go. Das steht schon alles voll. Die ersten Sachen. Da haben wir schon die erste Fuhre reingeknallt. Wie wir alles reinkriegen, müssen wir vielleicht noch einen Flur ein bisschen noch was rein. Ja, haben wir genug Platz. Ja. So, hier ist unser Wohnzimmer. Machen wir hier ein bisschen auf. Raus auf unsere schöne große Terrasse. Wow, ist richtig schön. Es ist Südseite, das heißt, wir haben hier viel Sonne. Sogar jetzt, wo es so grau ist, ist es richtig hell, ne? Mhm. Und dann haben wir hier unsere Küche und unser Schlafzimmer. Und hier machen wir uns eine schöne Außenküche hin. Hm? Hast du Bock? Einen Wasserhahn haben wir draußen. Voll gut. Ja, und hier kann Lusa sogar, das gehört auch noch zu uns.
Kann uns auch noch pullern gehen. Umgraben. Ja, wir haben jetzt Zeit. Wir können ja schön ein bisschen arbeiten. Kalt. Ja, jetzt packen wir mal die Kartons hier hoch und dann erzählen wir euch nochmal, was wir so bezahlen. An Miete etc. Ne? Quanto costa. You have my money? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Let's go. Boah, das war's. Fertig. Fertig. So, das waren jetzt 15 Minuten für uns, für euch ein paar Sekunden im Schnelldurchlauf. Es sind 22 Stufen hier hoch in die Wohnung und ja, mussten ja auch heute Sachen vom Dachboden und so ins Auto zurückschleppen. Deswegen, ich bin klatschnass geschwitzt, richtig fertig, aber ein geiles Fitnessprogramm. Und ja, Wohnzimmer habe ich euch schon gezeigt. Das hier ist unser ewig langer Flur und da hinten geht's ins Badezimmer. Eigentlich ziemlich cool mit einer Badewanne. Dusche wollen wir auch eigentlich alles so lassen. Hier wollen wir so ein bisschen Farbe reinbringen. Das Fenster wird noch mit so einer Folie geblurrt. Und ja, hier ist dann ein Spiegel, den Melli aber ganz gerne ersetzen möchte. Durch so einen runden Spiegel. Der ist ein bisschen, ja, ein bisschen wuchtig. Aber cool irgendwie, wenn ich das so auf Kamera sehe, sieht es schon schön aus, muss ich sagen. Boah, ich brauche auch was zu trinken. Okay, ich muss jetzt mal runter ins Auto. Wir müssen einen Duftbaum holen. Wir haben uns sowas geholt, weil es hier in der Wohnung noch sehr doll nach Hund riecht. Die Vorbesitzer hatten hier zwei Hunde und man riecht so, das riecht wie so ein nasser Hund. Deswegen haben wir schon die Fenster aufgemacht, überall, und holen jetzt noch so einen so Raumduft einfach. So, und stellen das hin und hoffen, dass es dann ab morgen besser wird. Hast du ein Feuerzeug dabei? Na klar. Wir müssen ja nicht alle gleich, die können wir hier lassen. Ich glaube, jetzt mal mit einem durch die Wohnung. Ich auch. Für guten Spirit. Und einen. Boah, das riecht auf jeden Fall sehr nach Indien. Okay, ich zeige euch nochmal die Küche. Genau, das hier ist die Küche. Und hier kommt eine wunderschöne Küchenzeile hin. Bis darüber. Hier wollen wir eine kleine Sitzecke reinmachen, so für zwei Personen. Dann kommt hier noch etwas hin, so eine Theke, würde ich mal sagen. Und dann hier so in den Raum, die Tür kommt hier weg und dann kommt hier in den Raum so eine geile Theke rein. Also in so einer L-Form, dass man das sich hier und auf der anderen Seite jemand hinsetzen kann. Dann steht hier so unsere Kaffeemaschine. Oh, und dann sind wir hier im Schlafzimmer. Ein richtig schönes, großes Schlafzimmer. So. 23, 24 Quadratmeter. Und dann wollen wir hier ein Bett selber bauen. Auf dem Podest. Beziehungsweise wir wollen ein Podest bauen und dann oben drauf uns ein Bett stellen und quasi so fast die ganze Ecke hier füllen. Also es soll hier so das Podest sein. Vielleicht bis dahin. Schon ein bisschen hoch, sodass wir quasi die Liegefläche fast wie im Van auf dem Fenster haben. Vielleicht nicht ganz so. Oder was meinst du, ist dann Liegefläche wie auf dem Fenster? Zur Fensterhöhe? Ja, oder? Das wäre schon cool, wie im Van, oder? Wenn wir das Podest da so bauen und dann mit der Matratze, könnten wir fast wie im Van liegen. Habe ich mir auch noch nicht so Gedanken gemacht. Aber es sind jetzt erstmal so die groben Pläne. Und wir müssen jetzt mal kurz wieder zu meinen Eltern fahren, weil da wartet nämlich noch die, mein Papa. Und die zweite, beziehungsweise dritte Ladung mittlerweile, die dritte Ladung. Und dann tragen wir schon die Küche hier hoch. Dann seht ihr auch gleich nochmal die Küche. Dann lasse ich Melli in Franketal bei eBay Kleinanzeigen. Kleinanzeigen ist das mittlerweile nur. Geholt haben wir 500 Euro für bezahlt. Wir haben immer gedacht, wir haben gar nicht so viele Sachen. Guck mal, wir haben hier einen Karton, da einen Karton. Oh, das ist richtig viel. Wir sind noch nicht mehr fertig. Ah ja, aber hier kommt ja jetzt nichts mehr rein, außer zwei Fahrräder. Sonst haben wir ja nichts mehr. Und jetzt? Kaffee und Kuchen. Korrekt, kurze Pause. Omilein? Ja? Bist du fertig? Es gibt Kaffee. Ja, Kaffee ist fertig. Ja? Geh mal auf.
Ja, gehen wir rauf. Vielleicht will noch jemand was. Wir haben Verstärkung, die sich aber nicht zeigen möchte. Davids Papa dabei und jetzt kommt die nächste Ladung und die Küche kommt schon hoch. Mal gucken, wie das aussieht. Wie zieht man diese Dinge eigentlich an? Schink, 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 schink. Pass auf, ich mach auf mit dem magischen Schlüssel. Wow, das ist so ein Luxus. Okay, 1, 2, 3. Ja. Naja, wir haben es aus dem dritten Stock runtergekriegt, ne? Schmeiß den Not, steuern. Okay. Geh mal, Junge, zum Training, bisschen, ne? Ah ja. Fitness? Für mich jetzt nicht schlecht. Ja, ja. Na, echt? Ja, echt nicht? Nee. Nee, ach, schwer ist das für mich auch nicht. Jeden Tag mache ich sowas. Achtung. Ja. Tada! Warte. Der Küche haben wir jetzt. So sieht es aber nicht aus zum Schluss. Wir haben jetzt erstmal einfach nur alles reingestellt. Aber es passt. Wir müssen jetzt nur erstmal gucken, wie wir es alles noch zusammenwürfeln. Es fehlt allerdings noch eine Spülmaschine, eine Waschmaschine und ein Kühlschrank, der hier noch rein muss. Und eine Theke. Wir wollen hier noch so eine Bar, so eine Theke hinmachen. Ja, wir sind gespannt, ihr bleibt gespannt, wie das Ganze zum Schluss aussehen wird. Ist gar nicht so einfach, euch hier die ganze Zeit auch mitzunehmen beim Schleppen, wenn man sich selbst filmt. Aber jetzt ist alles hier in der Wohnung und wir haben euch ja noch gar nicht gezeigt, wie es hier außen rum aussieht. Also gehen wir mal Nusa abholen, die nämlich bei meinen Eltern ist, und dann drehen wir hier eine große Runde. Ja, die Miete hier für unsere Wohnung, die Terrasse ist 50 Quadratmeter groß und die Wohnung an sich 65 Quadratmeter. Mhm. Zahlen wir mit Garage warm 1100 Euro. Ihr könnt ja gerne mal dazu schreiben, wie das bei euch so ist. Wir haben, als wir die letzte Wohnung vor 3 Jahren in Mannheim hatten, haben wir 740 warm gezahlt. Und die Wohnung, die wir davor hatten, das war aber 2017, 2018 haben wir die aufgegeben, da haben wir noch weniger gezahlt. Ne? Mhm. Ja, die Preise sind natürlich viel teurer geworden. Wir müssen uns erstmal an diese neuen Preise gewöhnen. Aber ja, ist wie es ist. Hier ist schön, hier ist viel grün. Wir können mit Nusa schon spazieren gehen. Das war uns wichtig. Wir wollten nicht in der Stadt wohnen. Wir dachten immer, außerhalb ist günstiger. Aber ich glaube, mittlerweile sind auch Wohnungen eher im Grün nicht so weit von den Städten beliebter geworden. Wegen Homeoffice. Und deswegen sind natürlich die Preise entsprechend höher geworden, weil die Nachfrage da ist, ne? Anstrengend, die ersten 10, 15 Minuten, aber gleich werden wir belohnt mit einer sehr schönen Aussicht. Oh, es duftet schon richtig schön. Also, ich glaube, die Spaziergänge hier, morgens mit Nusa und abends so große Spaziergänge, die machen uns richtig fit, weil sie halt ständig hoch und runter geht. Ja, ist echt anstrengend. Wir müssen noch ein bisschen Konditionen aufarbeiten. Sind wir gar nicht mehr gewohnt vom Strandlaufen. Ja, immer geradeaus, ne? Aber es ist so unglaublich schön hier. Also ihr werdet das mal öfter sehen und wir werden hier auch noch öfter schöne Videos aus der Natur mal zeigen. Jetzt geht es aber erstmal um die Wohnung, auch in den nächsten Videos. Ich hoffe, das Video war okay für euch und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Dann geht es nämlich um die Küche. Wir haben nämlich dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus, glaube ich. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Weil wir haben nämlich eine Challenge. An Ostern kommt Mellys Familie aus Wolfsburg zu uns und da wollen wir das Osterbrunch machen. Genau, deswegen muss die Küche auf jeden Fall und im besten Fall das Esszimmer stehen. Ja, genau. Auf jeden Fall geben wir uns Mühe. Also, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Thank you.